herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Sack, Mac, Kraken. Wir haben offensichtlich so etwas wie das zweite Kapitel oder das Finale oder auf jeden Fall einen deutlich vom restlichen Spiel getrennten neuen Abschnitt betreten, denn unser Inventar wurde großenteils ausgeleert und wir haben scheinbar auch gar nicht mehr die Möglichkeit zurückzukehren. Insofern sind wir mal gespannt, für was wir die Items, die wir hier haben, noch brauchen. So, wir stehen direkt vor dem Garten der bösen botanischen Alien-Organisation, die scheinbar Pflanzen kontrollieren können oder so. Und jetzt untersuchen wir mal, was hier so rumsteht. Sperrmüll. Was haben wir denn hier alles? Einen durchlöcherten Schlauch, eine Kanne, eine alte Dose, einen Reifen und eine komische Maschine. Hier fehlt ein Schild. Schuttabladen verboten. Sieht ein bisschen aus wie die komische Maschine aus der Zeichnung in Mexiko. Es ist viel zu schwer. Anscheinend fehlt ein Hebel und wenn er da wäre, wäre er bestimmt festgerostet. Die Schrauben sind bestimmt festgerostet. Hier bin ich richtig. Das da hinten müssen die Gewächshäuser dieses ominösen Gartenbauvereins sein. Allerdings ist da noch dieser hohe Zaun im Weg. Sie sind zu weit entfernt. So weit kann ich nicht werfen. Mein Fallschirm. Er hat sich im Zaun verheddert. Ein Baum. Genauer gesagt eine Kastanie. Oh. Voll Haus. Eine Kastanie. Eine Kastanie. Ich hab's zuerst gesagt. Das sind Winterreifen mit geringem Profil. Ich brauche noch keinen Reifenwechsel. Ich habe leider kein Auto, deshalb benutze ich auch das Taxi. Der steckt fest. Eine alte Gießkanne aus Blech. So etwas darf keinem Gartenfreund fehlen. Ah, das alte Gärtner- und Blumenspiel. Aber ich bin kein Gärtner. Das alte Gärtner- und Blumenspiel. Hä? Okay, aber die Gießkanne nehmen wir scheinbar mit. Eine Loka-Dose. Das klebrig-süße Erfrischungsgetränk aus dem Hause Loka-Cola. Sie sind allgegenwärtig, unverrottbar und eigentlich könnte man sich daraus ein Haus bauen. Live in a Loka-Cola. Ich stehe eigentlich nicht darauf, abgestandene, schimmelnde Cola zu trinken. Würde ich sie noch weiter öffnen, müsste ich mir anschauen, was drinnen ist. Ein durchlöcherter Gartenschlauch. Müsste eine Feuerwehr damit arbeiten, bekäme sie keinen Brand mehr gelöscht. Ich wüsste nicht, womit ich ihn benutzen sollte. Ein gut gedüngter Farn. Die Blätter sind frisch und dunkelgrün. So hungrig bin ich nicht. Wie du vielleicht noch nicht bemerkt hast, befindet sich ein Loch in dieser Gießkanne. Doch, habe ich schon bemerkt. Ja, dann gehen wir weg, oder? Nächster Bildschirm. Ach du meine Güte. Hoffentlich komme ich nicht zu spät. So wie es aussieht, sind die Pflanzen kurz davor, auf die Menschen losgelassen zu werden. Junge, was haben wir denn hier alles auf dem Bildschirm? Etwa als eine Art Wachhund eingesetzt? Eine Killerpflanze, ein seltsam ominöser wuselnder Busch, ein leeres Schild mit Kaugummi dran, eine frisch gestrichene grüne Bank, ein Windrad. Der ist überladen, dieser Bildschirm. Ich weiß überhaupt nicht, wo wir anfangen sollen. So. Fangen wir hier an. Dort liegen ein paar abgestorbene Äste. Vorsichtshalber. Ich brauche keinen weiteren Ast. Gut, okay. Ein stabiles Stück Gusseisen. Wenn ich den berühre, geht sicherlich irgendwo ein Alarm los. Hey, ein Gerät für die Zerkleinerung von Ästen und anderen Holzresten. Lieber nicht. Das Teil macht irrsinnigen Lärm. 300 Millionen Termiten.
die einen Düngesack bevölkern. Ich hab's genau gesehen. Die Kakerlake war artig. Hoffentlich sind es die Termiten auch. Oh, das kitzelt aber. Oh, ein komisches Gefühl. Na toll, ein schöner Mist. Ich sollte nicht immer alles einstecken. Das sollte mir jetzt echt mal eine Lehre sein. Was ist denn jetzt los? Ey, das groovt! Na gut, also nur mal fürs Protokoll, wenn Skelette tanzen, dann spielt die Musik gefälligst mit Xylophonen. Aber gut, Skelettmann beginnt Karriere auf dem Broadway. Naja, auch nicht schlecht. New York, für Aufsehen sorgt im Moment der neueste Stern am Broadway-Himmel, der mysteriöse, singende Skelettmann. Über Nacht eroberte er die Herzen seiner Zuschauer. Noch bis vor einer Woche war er Chefredakteur beim drittklassigen mittlerweile bankrotten National Infiltrator. Jetzt ist er Chuck, das singende Skelett. Zack McCracken wurde bereits 1997 dadurch bekannt, dass er behauptete, die Welt in einem von Cheerleadern gebauten Raumbus. Ach so, genau. Vor pyramidenfressenden Alien-Rockstars gerettet zu haben. Nachdem die bösen Caponia, so nennen sich die Außerirdischen, nun zurückgekehrt seien, um erneut einen obskuren Plan zu vollführen, wurde der völlig durchgedrehte Reporter nach eigenen Aussagen beim Versuch, die Menschheit ein zweites Mal zu retten, von Termiten befallen. Diese ließen von ihm nur die Knochen übrig und die Krawatte. Nach dem großen Erfolg seiner Show, mit der er die Menschheit vor den Caponian warnen will, plant Zack McCracken eine Show zu sammeln, zusammen mit seinem Freund Ted Edison. Wer ist denn Ted Edison? Viele Fans fiebern dieser neuen Show entgegen. Wer Zack McCrackens Show gerne live erleben möchte, muss sich allerdings beeilen. Die Show von Chuck, das singende Skelett, sind fast ausverkauft. Informationen gibt es am blablabla. Gewinnspiel. Der National Inquisitor verlost in Zusammenarbeit mit Lou Sloans 10 Tickets für die Premiere des neuen Chuck the Skeleton Programm und so weiter. Naja. Ja, dann weiter. Dann stecken wir die Termiten jetzt nicht ein. Tja, was soll man dazu sagen? Ich rufe lieber einen Profi dafür, nur wen? Auf keinen Fall. Das habe ich nicht. Ein Y-förmiger Ast, das ist kein Zufall, oder? Ich baue mir bestimmt irgendwie eine... Ne, hier. Fitschu, Steinschleuder. Zwille. Oder nennt man die Zwille? Wer weiß, wie viele Jahre der dort schon klebt. Noch etwas, was mir die Hosentasche ruiniert. Es ist ziemlich... Diese Idee sollte ich ganz schnell verwenden. Es ist ziemlich hart. Das ist die. Ich sollte nochmal darüber nachdenken. Das sollten lieber. Schade, das funktioniert nicht. Nein, dahin. Das habe ich. Das soll. Nein, dahin. Auf keinen Fall. Ohne mich. Naja. Okay. Ein Warnschild. Wer den Rasen betritt, dem werden die Beine abgehackt und diese dann als Statue in Beton gegossen.
keine sehr freundliche Art. Ein Warnschild. Wer den Rasen kein... Was soll ich damit? Wer weiß, welche Strafe mir dann droht? Was soll ich damit? Was soll er damit? Schauen wir uns mal die Killerpflanze an. Dieses Gewächs sieht sehr interessant aus. Es macht schmatzende Geräusche und ich habe das Gefühl, es beobachtet mich. Ein komisches Gefühl, zu wissen, dass jemand oder etwas Hunger auf einen hat. Hätte ich nur eine Heckenschere. Ich habe keine Lust, verdaut zu werden. Na, wie ist das Wetter hier? Nervt mich, kleines Würstchen. Was? Du kannst sprechen? Schnauz jetzt! Aha! Wie kommt es, dass du sprechen kannst? Wie kommt es, dass du mir so auf den Sack gehst? Nun gut, komm noch etwas näher. Dann erzähle ich dir, wie ich das Sprechen lernte. Ich glaube, dass... das lasse ich lieber. Ich verstehe dich gut. Einen Versuch war's wert. Übrigens, nur wenige von uns können sprechen. Erzähl mir mehr. Was willst du wissen? Warum du sprechen kannst, wie oft denn noch? Provozier mich bloß nicht. Ich glaube, du kannst sehen, dass ich scharfe Zähne habe. Oh, stimmt, das war mir noch gar nicht aufgefallen. Zu deiner Frage. Meine Meister züchteten mich längere Zeit in einer Art Lehrraum. In diesem Raum erlernen sie eure Sprache. Es war sternslangweilig und ich bekam anfangs nur Mottenlarven zu essen. Also konzentrierte ich mich darauf, was die glubschaugige Lehrkraft von sich gab. Den Rest kannst du dir wohl denken. Glubschäugig? Heute Morgen habe ich schließlich alle Lehrkräfte und Schüler verspeist und mich für ein Verdauungsschläfchen dann hier niedergelassen. Bis auf zwei Wachen ist im Gewächshaus nichts mehr los. Gut zu wissen. Ah ja, ein interessantes und spannendes Leben. Weiter so. Okay. Der Baum hat eine ziemlich glatte Rinde. Scheint aus einer wärmeren Region zu kommen. Ideal für ein Baumhaus. Eine Holzhütte, ziemlich schlechte Zimmererarbeit. Sie grenzt an das Grundstück und unterbricht den Zaun. Genau die Schwachstelle, das ist schon wieder fast zu klischeehaft. Leider komme ich nicht näher ran, solange mich diese Pflanze bedroht. Ich muss mir irgendwas überlegen. Hey, ein Gerät für die Zerkleinerung von Ästen und anderen Holzresten. Lieber nicht. Das Teil macht irrsinnigen Lärm. Also gut, lasst uns ein bisschen Holz zerkleinern. Lieber nicht, das ist laut. Na gut, okay, dann na doch. Ja gut, jetzt haben wir hier Sägespäne, oder wie? Da liegen einige Sägespäne. Okay. Das sollte ich besser... Das geht wohl kaum. Das leider geht nicht. Den Gedanken... Das hilft mir nicht... Diese Idee, die Zeit, das wäre... Ich sollte... Es ist ziemlich... Na gut, was nun, was nun? Was nun, was nun? Rasen betreten verboten. Der Gärtner würde mit Freuden meiner Hinrichtung beiwohnen. Eine grüne Bank, sie sieht frisch gestrichen aus. Ich mag diese Bänke überhaupt nicht. Wenn sie nicht frisch gestrichen wäre, würde ich mich sicher in ein altes Kaugummi setzen. Oh je, hier stehen wahnsinnig viele Warnschilder, dass man den Rasen nicht betreten darf. Näher komme ich leider nicht an die Bank ran. Ach, komm schon, wirklich? Das ist ein Farbtopf, Farbe grün. Er scheint hier schon länger zu liegen. Obwohl die Bank noch nass ist, ist die Farbe im Topf schon festgetrocknet. Muss wohl an der Luftfeuchtigkeit liegen. Ich habe nichts zum Streichen. Nein, da mache ich mir die Hose dreckig. Die Dose ist schon geöffnet. So lieber nicht. Ich sollte noch mal darüber... Lustig fände ich das... Keine Chance.
Okay, was haben wir denn hier noch? Was sind das für ein Windrad? Oh, wie schön. Sowas habe ich schon immer mal haben wollen. Aha, jetzt haben wir ein Bambusrohr. Ein hohles Bambusrohr. Tja. Das wäre nicht annähernd amüsant genug. Tja. Vielleicht können wir mit dem hohlen Bambusrohr irgendwie... Ich habe keine Ahnung, den Schlauch reparieren. Hatte ich erwähnt, dass ich ganz schnell nach Hause muss, um meine Kuh zu melken? Die platzt sonst noch. Naja, okay. Keine Ahnung. Und ein Windrad haben wir auch noch. Auch keine Ahnung. Soll ich ihn mal anstupsen? Ein bisschen mehr Einsatz könnte nicht schaden. Ich habe eine Idee. Keine Chance. Schade. Ich habe mir gedacht, an dem langen Stock könnte ich vorne ein paar Termiten quasi sich festfressen lassen. Und bevor die dann den Stock wegmampfen, stupse ich die Pflanze damit an und dann wird die termitisiert. Sie wurden terminitisiert. Stepp, 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 stepp. Eines dieser vielen Warnschilder. Die Betretung des Rasens wird mit Zwangsarbeit in den römischen Besatzungszonen geahndet. Was soll ich damit? Demonstrieren? Gehen wir mal da lang. Ui, der Gärtner. Saatgut. Na dann. Das Holzauge vom Gärtner. Sieht täuschend echt aus. Holzauge. Scheint der Gärtner zu sein. Und er sieht nicht gerade glücklich aus. Vielleicht sollte ich ihn aufmuntern. Oder ihn einfach in Ruhe lassen. Ich bin für aufmuntern. Ein kleines Schäufelchen. Ein kleines Schäufelchen. Der Boden ist nicht gerade das, was man unter fruchtbar versteht. Diese Gewächse sehen nicht gerade gesund aus. Da fällt mir ein... Ich hab den armen Chuck diese Woche noch gar nicht gegossen. Ein guter alter Spaten. Oder ist es eine Schaufel? Ich kann die beiden nie auseinanderhalten. Ein solches Gerät kann man eigentlich immer gut gebrauchen. Ich hoffe, der Gärtner hat nichts dagegen. Lassen Sie die Schaufel dort stehen. Das ist ein Erbstück. Er hat etwas dagegen. So ein Pech. Na gut, Leute. Wisst ihr was, dann machen wir jetzt für heute Schluss und morgen reden wir mit dem Gärtner und schauen mal, wie es weitergeht. Ja, ne? Bis dann. Tschüssi.